Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, A Link to the Past, Part Nummer 21. Ja, im letzten Part sind wir hier auf dem Todesberg rumgekraxelt, haben endlich den Schildkrötenfelsen geöffnet. Und heute werden wir auf jeden Fall mal da reingehen und ja, ich glaube, das wird einer der größten Dungeons sein. Auf jeden Fall habe ich ihn sehr nervig in Erinnerung. Wenn wir gleich mal gucken, was der Hasrala sagt hier. Anden, verfügst du über das Zauberelixier? Falls nicht, solltest du nicht weitergehen. Na gut, ich habe ein blaues Elixier. Aber ob mir das. Ich hoffe halt nicht, dass ich jetzt wirklich hier dann wieder raus muss, wenn mir. Ja, wenn mir hier Magie fehlt. Warte mal, da war doch was. Das müsste. Genau. Wir müssen unsere eigene Plattform erschaffen. Hoffen wir mal nur, dass das Ganze. Oh, konnte ich gerade nicht werfen? Also doch. Ach, man kann nur. Okay, gut. Nochmal zur Erinnerung. Man kann ja nicht runterlaufen, man kann nur in verschiedene Richtungen gucken dabei. Alles klar. Ja, man lernt immer ein bisschen dazu. Wobei man jetzt sagen muss, dass es hier ein bisschen sehr verwirrend sein wird, dann. Geh mal weg, du. Na, also ich kann hier gar nicht durchschießen. Ist ja gemein. da kommt ein Kopf. Geh weg. Und. Alter. Die habe ich ja ganz vergessen, die Köpfe. Wie so ein Buhu bewegt er sich, oder was? Den kriegt man nicht kaputt, oder wie? Hey, du. Ah, doch, okay, man kann sie kaputt schlagen. Immerhin, immerhin. So, ich glaube, wir können auch die Richtung lenken. Deswegen gehen wir einfach mal erstmal nach rechts. Jep, alles klar. Ach ja, der Dungeon, den habe ich eigentlich schon. So, ja, ich weiß zwar die Mechanik, aber so wie er aufgebaut ist, habe ich überhaupt gar keine Erinnerung mehr. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Okay, wir haben auf jeden Fall mehrere Stockwerke. Eieiei, das wird was. Da werde ich garantiert mindestens zwei Parts für brauchen. Ja, und wie wir halt schon mitbekommen haben, ist der Dungeon ziemlich magielastig, wobei ich glaube, die Plattformen hier verbrauchen keine Magie. Aber ich habe auf jeden Fall noch den Gedanken, dass wir an gewissen Stellen. Okay, ich kann die Richtung bestimmen. Okay, alles klar. Ich wollte nach rechts. Was soll denn das? ja, genau. Weil wir dann an verschiedenen Stellen brauchen wir dann zum Beispiel den Feuerstab, dass wir da Fackeln anzünden. Hier zum Beispiel, sieht man es ja. Ja. Aber man sieht ja, dass man hier immer wieder ein bisschen nachfüllen kann, war an Magie. So, dann gucken wir mal, dass wir das hier hinbekommen. Na? Geh nach rechts. So, das hat geklappt. Ja gut, jetzt kann ich nicht mehr nach hinten lenken. Jetzt muss ich wirklich warten, bis ja, ich am anderen Ende bin. Ich hoffe, die Tür bleibt offen. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Oh, verdammt. Okay, wir müssen es auch noch timen, dass wir auch wieder im richtigen Moment dort ankommen. Ach ja, das wird ja was. Na. Natürlich, ich treffe die hinteren nicht. Ist ja gemein. Ja, natürlich. Gut, ist eine gute Frage, wie man das hier am besten machen. Von unten nach oben schießen vielleicht. Ja, es ist der. Ja, ist der linkere. Den gibt er ausgegangen. Das kann ja was werden. Bleib an. Na, bleibt an. Go, 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 go. Boah, ey, ich bin da eben ganz knapp durch die Wand geglitscht. Habt ihr das gesehen? Die hat sich ganz knapp noch geschlossen. Okay, das sehen wir, was wir da machen müssen. Bisschen ausweichen, dann klappt das schon. Oh. Reicht das? Eieiei. Ja, der Dungeon wird auf jeden Fall lustig. Hier haben wir zumindest mal die Karte, immerhin. Eieiei. Ja, das wird interessant. Das wird sehr interessant. Eieiei. Ich habe auch den Boss nicht ohne in Erinnerung. Da kriegen wir gleich zwei Items. Einmal unsere Karte und einmal die Schlüssel. Na, lass mich mal durch.
So, also ist der ganze Raum wirklich nur dafür gedacht gewesen, dass wir, ja. Ach, die spawnen gar nicht nach, die Sachen, die wir in den Kisten kriegen. Verdammt. Ja, der ganze Raum war wirklich nur dafür gedacht, dass man da, ja, die Karte bekommt. Und den Schlüssel, den wir auch brauchen werden jetzt, denke ich mal. Na? Jetzt muss ich mir mal echt vorstellen, wenn man jetzt keine Magie mehr hätte, dann könnte man mit dem Spiegel könnte man auch aus dem Dungeon wieder raus. Wollte gerade sagen, bewegt sich das Ding nicht. Dann fährt es einfach mal in die falsche Richtung. Komm, wir gehen jetzt am besten erstmal systematisch die ganzen. Ach, der schmeißt ja, stimmt ja dabei was. Systematisch die ganzen. Oh oh. Ich bleib einfach mal hier stehen. Ich glaube nicht, dass sie mich treffen können, soweit wie ich hier in der Tür drin stehe. Na gut, okay, dann warten wir jetzt einfach mal ein bisschen. Wir müssen sowieso warten, weil die Tür geht erst auf, wenn die ganzen Steine, ja, wenn die uns alle abgeworfen haben. Ach ja. Aber so soll es eigentlich auch sein. Man muss echt dazu sagen, hier werden die Dungeons wirklich nach und nach immer schwieriger. Und ja, man merkt es dann eigentlich auch, dass man halt so eine passende Reihenfolge hat. Fliegen da jetzt mehr als sonst oder kommt mir das gerade nur so vor? Ne, das sind immer dieselbe Menge. Kam mir nur so lang vor gerade. Hallo Fee. Und jede Menge Magie, sehr schön. Kann man hier irgendwo dran ziehen? Nee. Also war der Raum völlig unnötig oder was? Oder wie? Verdammt. Na gut, immerhin zum Magie aufladen. Ach ja. Was ihr mir mal schreiben könnt, ist, was euer Lieblingsdungeon eigentlich ist von diesem Spiel hier. Ich meine, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich würde glaube ich sogar sagen. Was ist denn für mich der Lieblingsdungeon? Das ist eine gute Frage, für mich selbst sogar. Meistens ist es ja der Dungeon, der einem vom Aufbau her am besten. Ich sollte aufhören, die ganzen Flaschen hier einzusammeln. Der einem vom Aufbau her gefällt und gleichzeitig, nee, das mache ich nicht auf. Wobei, was haben wir da unten? Go, 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 nach unten. Ja, was ist mein Lieblingsdungeon? Ich würde hier witzigerweise sogar, ich hätte mal schlagen sollen. Ich würde hier witzigerweise sogar sagen, der Wassertempel. Also der zweite im, warum höre ich ein Geräusch, wenn ich nach oben und nach unten gucke? Hä? Oh. Das weiß ich ja schon gar nicht mehr. Aber wie komme ich da jetzt nochmal raus? Ach so. Ja. So kommt man hier raus. Das habe ich komplett vergessen, ey. Ich habe mich schon gewundert, was das für ein Geräusch ist. Aber gut. Ja, also wie gesagt, der Wassertempel. Einfach nur, weil, ja, da die Mechaniken kommen mit dem Schalter. Und halt, er ist nicht so schwer. Nee, nicht mich treffen lassen. Ich sollte auch mal wirklich gucken, dass ich immer mal so ein bisschen ausweiche. So. Oh. Da sind zwei kleine Freunde. Und du? Die kennt man so von den. Oh, schon besiegt, okay. Die kennt man auch von so späteren Zelda-Teilen. Bei Triforce Heroes zum Beispiel. Und die haben hier Kettenhunde. Okay. Ich bin gerade extrem überrascht. Ich würde ja fast schon sagen, allein wegen der Unterschiede hier, dass der Dungeon hier mir sogar noch besser gefällt. Aber ja, das sollte man natürlich nur so weit sagen wie. Ich habe keinen zweiten Schlüssel. Hä, wartet mal. Wo hätte ich denn sonst lang gehen sollen? Gute Frage. Habe ich irgendwas übersehen? Also wir haben hier auf jeden Fall einen Schalter und es gab ja auch nirgends. Oder kann ich hier irgendwas bewegen? Ne, ich glaube nicht. Hm. Ich bin durchaus überrascht über die Kettenhunde hier. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ist wirklich Jahre her, dass ich diesen Dungeon jetzt gemacht habe und ja. Ich bin gerade echt am Überlegen. Wartet mal. Ich war doch jetzt schon überall drin. Habe ich irgendwo ich war da hinten oben. Da war aber nur eine Kiste. Ach, wartet mal, es kann. Ja, gut. Es kann natürlich auch sein,
In unter solchen Köpfen kann ja auch ein ein Schlüssel sein. Nee, doch nicht. Irgendwas habe ich übersehen. Gab es da rechts noch irgendwas? Nee, von hier sind wir ja gekommen. Oder habe ich in dem großen Raum irgendwas übersehen? Wartet mal kurz. Ich sollte echt mal mir angewöhnen, dass ich auch schlagen kann. Ach, hier war ich noch nicht drin. Oder doch? Doch, doch, hier war ich schon drin. Tja, nun, ich bin etwas überfragt, muss ich sagen. Bomben kriege ich nicht. Lass es einfach mal sein. Ich meine, wir haben ja hier unseren ersten Schlüssel bekommen. Ja, das war klar. Ansonsten gab es ja nichts außer hier, ja, eine Just for Fun Rundfahrt. Just for Fun Rundfahrt. Ich kann mich nicht bewegen. Hier unten gab es ja auch nichts, ne? Ja, ich bin jetzt schon überfragt, bin ich ganz ehrlich. Lass mal überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Kann man die Kettenhunde vielleicht besiegen, dass dann vielleicht ein Schlüssel spawnt? Könnte das sein? Oder muss ich hier im Raum? Ne, hier, der Raum ist viel zu groß, als dass wir hier alle Gegner besiegen müssten. Weil wo sollte dann der Schlüssel landen? Ich gehe aber trotzdem nochmal hier hoch. Irgendwas habe ich auf jeden Fall übersehen. Das muss ich ja schon wieder warten. Ach ja. Nee, ich mag den Tempel doch nicht. Der verwirrt mich einfach nur. Nur wegen den Kettenhunden sollte man nicht unbedingt jetzt sagen, dass einem das gefällt. Wobei ich halt wirklich, wie gesagt, ich bin echt überrascht. Ich dachte eigentlich immer, dass der einzige Zelda-Teil, bei dem halt Gegner aus dem Mario-Universum existieren, das Link's Awakening für den Game Boy war. Deswegen bin ich doch auch schon ein bisschen arg überrascht, wie vergesslich ich es doch bin, dass ich sowas hier vergessen habe, so ein Detail. Ja, ich merke, gute Spiele sollte ich mal öfter spielen. Hier gab es ja echt nur, ja, die Fee, die wir auf jeden Fall einsammeln können. Hier gab es auch eigentlich nichts zum Sprengen. Ich meine, die Karte würde ja einem sagen, dass hier irgendwo ein Raum wäre. Oder wir müssen irgendwo nach unten. Das kann auch sein. Oder habe ich nicht richtig an den Zungen gezogen? Könnte vielleicht auch sein. Oh. Einfach mal einen Stein auf die Stirn gesetzt. Nee, da können wir nicht ziehen. Also war der Raum hier wirklich nur dafür gedacht, dass wir uns wieder auffrischen. Wo habe ich was übersehen? Ich meine, die Köpfe hier habe ich auch schon hochgehoben, gell? Da war ja auch nur ein... Ah, die habe ich getroffen. Ansonsten gibt es ja keinen Weg. Ich war ja auch schon unten. Also es muss irgendwas mit dem Raum zu tun haben. Es muss irgendwas mit den Kettenhunden. Hier gab es ja nur diesen einen Gegner. Der hat ja... Hatte der Gegner nicht auch einen Schlüssel gespawnt? Bin ich jetzt... Wartet mal, ich bin... Durch wie viele Türen bin ich denn eigentlich durch mit Schlüssel? Frage ich mich gerade. Aber wie besiegt man die? Wartet mal, vielleicht kann ich auf die ja Pulver drüber sprühen. Nee, das geht nicht. Wegsprengen vielleicht? Na? Nee, das sah nicht so aus. Kann man die einfrieren? Nee. Ich weiß es echt nicht. Nee, also der bringt's auch nicht. Ich weiß es nicht. Mich wundert halt, dass ich auf einmal keinen Schlüssel mehr habe. Hey. Ui, was war das denn jetzt? Ich bin gerade echt überfragt. Oh, okay. Vergiss das. Ich bin blöd. Ah, Mist, jetzt muss ich da irgendwie aber den Schalter wieder aktivieren. So. Oh, ich hätte mich nicht einsperren dürfen. Ach, Mann, ey. Was mache ich denn hier? Aber die sind auf jeden Fall gefährlich und machen ganz schön Schaden. Na, lass ich mal vorbei. Kann ich eigentlich durch die Kette gar nicht laufen? Okay, alles klar. Alles klar, das war jetzt eigentlich wirklich massive Zeitverschwendung. Bin ich ganz ehrlich, tut mir leid.
Hätte ich einfach mal früher drauf kommen können, dass ich da auch mal... Oh, das war nicht gut. Aber ich wollte ja eh die Fee haben. Na ihr? Oh Gott, ja. Also der Dungeon hat es auf jeden Fall nochmal in sich. Das merkt man hier richtig. Hier muss man echt gucken, dass man einen richtigen Weg hat. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn ich hier am Ende drei... Autsch. Wenn ich hier am Ende drei Parts brauche. Warte mal, ich gucke mich erstmal im Raum um, bevor ich hier irgendwelche Röhren durchgehe. Hier haben wir auch noch ganz schön viele. Ja, die kann ich alle auf jeden Fall mal benutzen. Na du kleiner Drops. Hast du Spaß? Gib mir mein Herz. Nee, doch nicht. Okay, es ist der einzige Weg hier. Achtung, ausweichen. Eieiei. Ja gut, so arg verwirrend ist es eigentlich gar nicht. Es gibt hier ja nur zwei Wege. Was will ich denn mit Rubinen? Oh Gott. Ja, welcher ist der richtige Weg? Natürlich die Frage, aber wir kommen ja, denke ich, auch wieder zurück, wenn wir den falschen Weg gehen. Eieiei. Da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Na, ihr Gegner. Autsch. Alter, das war dann mit dem Ball auf einmal los. Geht voll ab. Okay, also entweder alle Gegner besiegen oder irgendwo einen Schalter drücken, ja. Und wir sind gleich wieder Hase-Bobby. Möchte ich nicht sein. Okay, erstmal nach rechts oder nach unten? Warum gibt es so viele Wege? Okay. Das scheint eine große Tür zu sein da oben. Die Türen sehen auch interessanterweise anders aus. Was soll ich denn hier... Achso, ich sehe schon. Es scheint wohl nur ein Weg zu sein, dass man dann von unten wieder nach oben kommt. Ja, genau. Dann gucken wir erstmal nach rechts. Ja, da wird uns nur gezeigt hier... Toll. Die Truhe. Aber seht ihr auch hier, da geht es nach draußen. Deswegen müssen wir dann auch mal gucken, wie wir da rauskommen. Uiui. Na ihr? Wir sehen, da unten brauchen wir eine Bombe. Ja, alles klar. Ja, hier geht es einfach mal ganz kurz nach draußen. So. Aber wir haben leider auch nicht den Schlüssel. Ich bin ja schon fast am überlegen, ob ich... Warte mal, ich bin ja schon ganz nach links gegangen. Dass ich vielleicht irgendwo hätte noch gucken sollen, wo der Schlüssel war. Ja, genau, wir brauchen erst einen Schlüssel, sonst bringt es ja einem hier gar nichts. Da waren wir hier falsch. Oh, ich merke gerade, wenn wir aus dem Dungeon komplett rausgehen, dann sind die ganzen, die ganzen Totenköpfe wieder aufgefüllt. Gut, aber wir lassen uns ja nicht verwirren. Wir gehen einfach mal den Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Go, go, go. Ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Item, was wir hier im Dungeon bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob man es nur für diesen Dungeon braucht. Und oh, ich bin mal weg. Dum, 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 dum. Okay, Schalter aktivieren. Und hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Also manchmal. Nein! Gut, dann verwandeln wir. Ah, ich hab... Da ist ja auch noch wieder so eine... Achtung. Oder lässt... Ja gut, okay. Wollte gerade sagen. Man sollte wirklich mal gucken, dass man auch Gegner angreift. Da sind hier viele von diesen... Gut, die nehme ich auch gerne mit. Lass ich mal in Ruhe, du blödes Auge. Ich denke mal, in der Mitte wird der große Schlüssel sein. Und? Ja, alles klar. Gut, dann war es eigentlich nur am Anfang so verwirrend. Irgendwie. Also das mit dem... Oh, da unten brauchen wir auch noch Schlüssel. Das mit den... Mit dem Feuer? Okay, da komme ich nicht zurück. Was haben wir hier? Okay, nur eine große... Ja gut, dann haben wir jetzt den großen Schlüssel. Dann gehen wir noch... Ja, gehen wir erstmal uns den Schatz holen. Dafür muss ich ja wieder zurück. Was sagt eigentlich die Partzeit? Ja gut, okay. Ich sehe schon. Wir haben gleich 20 Minuten erreicht, aber den... Ja, die große Schatztruhe hole ich mir noch. Damit wir einen guten,
ja, guten Zeitpunkt haben, um den Part zu beenden. So. Ach ja. Ich muss aber trotzdem sagen, es macht immer wieder, macht immer noch Spaß, sich hier immer wieder welche von diesen. Na, hört ihr auf. immer wieder werde ich von diesen. Ja, von den Segmenten getroffen, von diesen Pseudo-Porkys. Poki, nicht Porky. Also was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, der Dungeon ist trotz allem ja schön und interessant. Einfach nur, weil man dann auch wieder die Herausforderung drin hat. Auch wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, dass man dann trotzdem noch sagen kann, gut, man lernt was Neues. Und hier haben wir den Spiegelschild. Ja, wunderbar, das Spiegelschild. Damit lassen sich Strahlen abwehren, gegen die dein altes Schild machtlos war. Ja gut, wie man sieht, schön großes Schild. Damit schützen wir uns jetzt vor allem Möglichen. Zumindest vor Strahlen. Und ja gut, dann sage ich mal, das war's mit dem Part für heute. Ich bedanke mich auch wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.